Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge World of Warships. Und wir sind wieder zusammen im Dreiergespann unterwegs. Der liebe Walking alias The Zomboy. Dann haben wir noch den Felix Baumann, der ist auch mit im Boot. Sagt mal hallo. 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 Und ja, wir spielen zusammen in der Viererrotte, also Tier 4, und wollen ein bisschen was reißen. Schauen wir mal. Wir gehen ins Gefecht. Die beiden mit den Kreuzern, ich mit dem Schlachtschiff. In der Hoffnung, dass ich nicht wieder sofort absaufe. Den habe ich irgendwie gestern schon gebracht, den Satz, kann das sein? So. Oh, Tier 6er Match. Das wird immer besser. Ja, zumindest keine 7er. Ja, aber ich vermute, der rankt uns deswegen so hoch ein, weil wir ja eine, Geschwader sind, so gesehen. Ne? Also eine Gruppe sind. Und deswegen würde er uns zu den höheren Spielen mit reinschmeißen. Habe ich so das doofe Gefühl einfach nur. Es wäre ja auch zu schön und zu leicht, wenn wir jetzt mal in ein Tier 4er Match reingekommen wären mit High Level. Ja. Oder High Tier in dem Fall. So, da sind wir auch schon in-game. Und ja, ich würde sagen, wir stehen so günstig, wir holen uns C, oder? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Dann gebt mal Vollgas. Ich gebe euch dann von hinten Deckung. Ach, das funktioniert ja auch auf sowas. Cool. Schon lustig, von mir aus seht ihr alle aus wie Plastikbötchen. Wer fährt denn da genau neben mir? Der Baumann. So, schauen wir mal. Wenn wir ihm jetzt da eine Salve hinsetzen würden, würden wir dann pink werden? Das war gefährlich. Aber weißt du was? Einmal die komplette Salbe hinter ihm. Ach ja. Die beiden fahren übrigens eine Kuruma. Kuma. Nicht Kuruma. Tier 4 Kreuzer. Da bin ich mal gespannt. Die müssten eigentlich wesentlich schneller sein als ich. Und dementsprechend müssen die eigentlich immer voraus. Und ich dann einfach von hinten nachbolzen. Das ist eigentlich die beste Taktik. Dazu muss ich allerdings auch treffen. Da ist schon ein Kreuzer. Mhm. Was manchmal hilft, um schneller zu werden, ist W gedrückt halten. Das funktioniert manchmal. Okay. Also zumindest bei mir so, dann werde ich schneller. Nö, bei mir ändert sich da nichts. Ja gut, es kann sein, dass du schon die maximale Geschwindigkeit erreicht hast. Ja. So, jetzt sind wir natürlich mit dem Schlachtschiff hier dabei, bei einem Versuch etwas einzunehmen. Das habe ich auch noch nicht lange nicht mehr gemacht. Mal vorrushen als Schlachtschiff. Macht man ja normal nicht. Aber okay. Oh, passt bloß auf, dass ihr euch nicht selber trifft, ne, mit den Torpedos. Ich warte irgendwie so gerade auf das Auftauchen eines Zerstörers irgendwie, der so uns daran hindern wollen würde, aber kommt ja keiner. Kann sein, dass die alle über A und B. Ja. Wo ja bei A geht's ab, das sind zwei Zerstörer. Das Problem ist, meine Schussreichweite reicht leider auch noch nicht bis B. Das ist ein bisschen blöd.
Achtung, Zombie, ich drehe mal ein Stück nach rechts. Nicht, dass ich dir jetzt hinten gegen das Heck ramme, aber es dürfte passen. Ja, sehr schön. Wir können jetzt entweder von hinten ranschleichen oder durch diese Schneise, aber... Ich würde sagen, wir fahren schön rüber zu den Gegnern, oder? Geradeaus durch. Ja, okay. Und das, was dann noch lebt, das zerstören wir dann von hinten. Aber dann müsstet ihr so lange mir Zeit geben, bis ich hinter der Insel bin, hinter der großen dann, damit ich euch auch decken kann. Ja, wir probieren es ein bisschen abzulenken. Also die zwei Schlachtschiffe. Aber das eine ist immer nur, das eine, das ist ja hinten bei A beschäftigt. Ja. Wollt ihr durch die Schneise jetzt durch, ja? Ja. Okay, dann... Alter, ne, dreht mal links bei. Weil ihr seht, da kommt gerade ein Kreuzer an. Den können wir uns zuerst snacken. Ja, ich richte mal langsam meine Kanönchen dahin aus, wo ich dann denke, dass er rauskommen wird. Oh Mann, habe ich dich jetzt voll gegen die Insel gejagt, ne? Ja, oder warte mal, Zombie, bremst mal ab, der soll mich zuerst sehen. Vielleicht haben wir Glück, dass er mich ins Target nimmt und lässt euch in Ruhe. Und dann könnt ihr gemütlich auf ihn schießen. Ja, ist klar. Weil ich halt ja mehr aus wie ihr. Oh, der wird gut torpediert von einem Zerstörer. So, ich komme jetzt mal langsam hinterher. Ja, der Zerstörer ist down. Okay, Zombie, du kannst langsam wieder beschleunigen. So, ich habe jetzt gleich Sicht. Oh, der brennt aber gut, der Kollege. So, ja, okay. Wir können Vollgas geben, der kann eh nichts mehr machen. Der wird jetzt wahrscheinlich eher absaufen durch meine erste Salbe. Oh, wenn ich mal treffen würde. Ich habe ums Boot herumgeschossen bei dem. Aber der säuft durchs Feuer ab. Holt ihn euch. Ja, er schießt auf mich, Taktik ging auf. Setzt mich auch noch in Brand, der Sack. Feueralarm! So. Ja, dann rusht ihr mal rüber zu B und ich fahre unterhalb den Inseln lang, um euch zu decken dann, theoretisch. Dann könnt ihr einnehmen gehen. Aber irgendwie müssten da noch jede Menge Schiffe sein, ne? Ja, ich glaube, da ist der größte Teil bei A. Oh, da ist ein Kreuzer. Jo. Dann mal Kanönchen ausrichten. Lasst mich zuerst schießen am besten. Vielleicht nimmt er mich ins Target dann. Ah ne, der greift da hinten die anderen von uns an. Okay, dann könnt er hin. Alter, fliegen da jetzt Kugeln. Alter Finne, ey. Ah, ich hab mich getroffen, leider. Jetzt ist er fast aus meiner Reichweite draußen. Oh, ich habe ihm einen Geschützausfall gegeben. Nice. Ja, ich bin aktuell für alles außer Reichweite. Die Reichweite ist so gering von dem scheiß Tier 4 in dem Tier 6er Match. Aber naja. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Oh, Achtung, Zerstörer bei euch, ne? Mitten während dem Krieg einfach, oh, ja. Der hat Torpedos abgesetzt, nur in welche Richtung ist die Frage?
Wahrscheinlich zu dem Kreuz hier vor euch. Ja, weil 9 Kilometer Tops wären für ihn eigentlich schon ziemlich. Ja, aber auf den Kreuz hier vor euch, da hat er schon eine Chance zu treffen, seht ihr? Das sieht man direkt an dem Fahrstil von den Zerstörern schon. Ja. So, so langsam habe ich jetzt Schussreichweite bis zum linken oberen Eck von B. Auf der Kart-Minimap. Wir müssen jetzt so links aufpassen, weil da sind jetzt die ganzen Gegner. Jojo. Macht aber langsam, so dass ich euch immerhin noch irgendwie decken kann. Ja, ich komme mal durch die Inseln da oben durchgefahren Richtung B. Obwohl, fahrt, ja, nehmt einen und dann. Ich brauche noch eine Weile, bis ich da oben bin. Und Tops. Vor allem, wir haben jetzt einen großen Vorteil. Wir sind ein Schiff mehr. Zomboy, drück mal T. Dann wird vielleicht der Zerstörer gesichtet. Der könnte jetzt natürlich locker, easy, flockig C cappen gehen, ne? Wenn wir da niemanden haben. Taktik-Battle. Ah, da hinten ist er. Der möchte zu mir. Der möchte mit mir spielen. Und er fährt gegen eine Insel, glaube ich, oder? Nee, doch nicht. Oh, reicht es, um mein Schlachtschiff zu wenden? Ja, reicht. Ich lade um auf HE. Da hat der auf mich geschossen. Ist er kaputt oder? Weil er jetzt verschwunden ist? Ne, er ist nicht kaputt. Oh, da hinten ist das Schlachtschiff. Ja, toll, genau, auf der anderen Seite der Map. Für mich gesehen. Warte mal kurz. Ich versuche mal den Zerstörer zu krallen, wenn ich ihn noch finde. Ich bin gerade echt so aufgeschmissen, weil das Schlachtschiff so lahm ist, gell. Kommst nicht hinterher. Die Reichweite ist einfach für so eine riesen Map noch viel zu gering. Ja, jetzt jagt mich der eine Kreuzer. Dann zieh ihn mal zum Cap-Point hin. Ja, irgendwo da hinten ist der Zerstörer. Vorsicht, Torpedos vor dir, Zomboy. Ja, hab ich schon gesehen. Okay. Ja, ich müsste nur sehen. Wenn ich ihn sehen würde, könnte ich ihn angreifen. Ach du, hinter mir sind zwei Kreuzer. Dann komm zu uns. Ja, ich probier's. Wo zum Geier ist dieser scheiß Zerstörer? Der versteckt sich garantiert hinter der Insel. Aber das eine Schlachtschiff will hinten C-Cappen gehen. Oder Kreuzer, besser gesagt. Nix. Da wird nicht defended, wir greifen an. Wir sind ein Schiff mehr. Torpedos. Wo? Ja, der eine Kreuzer bekommt ab. Hä, hey, wie kann der... Da ist er! Der Drecksack. Toll. Ich weiß nicht, ob ich treffe. Es ist auf Max Range. Aber sie könnte. Ja. Ah, knapp daneben ist auch vorbei. Gut, dann Zomboy, versuch mal du, ob du A cappen kannst. Und wir gehen ins Gefecht. Ja, und
du kommst mal hinter mich am besten, Baumann. Achtung wieder, Torps, die könnten auf dich kommen. Nö, die sind grottenschlecht geschossen. Ach, er hat wahrscheinlich gedacht, dass ich noch rechts vor. Unser Sieg ist in Sicht. Mein Steuerrad ist kaputt, kann ich reparieren. Wir haben B gecapped. Ich gehe in die volle Offensive, muss dann drehen und mitkommen. So, dann zeigen wir diesem Königsberger Klipschen da vorne erstmal aus Nürnberg, dass es nicht ratsam ist, mit uns zu spielen. Ja, ich bin jetzt manövrierunfähig. Okay, so, ich habe ihn außer Gefecht gesetzt. Problem gelöst. Er ist manövrierunfähig, wenn er nicht gerappt hat. Jetzt kann ich dir wieder folgen, aber... Mhm. Okay, läuft, sehr schön. Er versucht aus der Ferne zu agieren, lasst mich die tanken. Probier irgendwie den Zerstörer mitzunehmen, konzentrier du dich aufs andere Schiff. So, er kriegt eine AP-Säule mal ordentlich rein. 2,5k. Achtung, Zerstörer direkt vor mir. Ja, ich schieße auf ihn. Ja, den müsstet ihr plätten. Torpedos kommen mir rechts in die Seite. Mindestens ein Treffer. Zwei Treffer, scheiße. Das tat weh. Ja, und ich habe einen Höhlenbruch auch noch. Ich versuche euch rechts noch den Zerstörer ein bisschen runter zu rocken. Der ist versenkt, 20.000er Hit. Probier jetzt einfach totale Offensive gegen das Schlachtschiff zu gehen, ihn dann irgendwie wegzutorpen. Ja, ich kann leider nichts mehr machen. Ich werde absaufen wegen dem Wassereinbruch. Ärgerlicherweise. Ja. Ich kann nicht mehr schießen, ich bin vorher platt. Ja. Ja, gut, ich muss jetzt auch aufs Schlachtschiff drauf gehen. Ja. Weil fliehen kann ich jetzt nicht mehr. Ja, der Zerstörer hat gut gespielt, das muss man ihm lassen. Ach, das ist jetzt diese freie Kamera. Okay, cool. Ah ja. Zombie gibt ja jetzt Unterstützung. Das ist sehr gut. Achtet aber jetzt nur drauf, dass ihr euch nicht gegenseitig torpediert, ne? Kannst du Feuerlöscher verwenden? Ja. Sehr schön. Denk dran, wenn du in den Nahkampf gehst, gehen dem seine Automatikgeschütze los, ne? Achtung, Torpedo, Torpedo! Oh, shit! Oh, nice! Ich hab ihm zwei Torptreffer rein und Wassereinbruch. Sauber! Aber ich bin jetzt wahrscheinlich beim nächsten Schuss weg. Nee, er bietet dir das Heck an. Sehr schön, das heißt, er kann nicht richtig schießen dann. Oh, der kann auch nicht mehr rappen, das heißt, er säuft wahrscheinlich auch so ab. Ja, Schlachtschiff ist weg. Der Zerstörer. Ach, ja, ich wollte gerade sagen, der Zerstörer fährt links hinter der Insel lang. Ja, ich bin jetzt weg. Der Zerstörer, der Kreuzer holt mich jetzt. Und versucht noch zu torpedieren. Im Augenblick sieht es sogar eher nach Punktesieg aus. Zieh dich zurück, Baumann. Am besten. Ja. Wenn du es noch schaffst. Ja cool, jetzt zeige ich mir meine Freizeiten. Eieiei. Wenn er jetzt nicht wirklich schlecht ist, dann bin ich jetzt weg. Ja, schade. So, schauen wir mal, was der Zomboy macht. Zomboy, ich glaube, ihr müsst... Obwohl, wenn ihr captured, das könnte... Reicht das oder reicht das nicht? 20 Punkte sind ein Unterschied. Na, eine Minute geht's noch.
Ich sag mal kurz nix, bin in 10 Sekunden wieder da. Ja, es sind jetzt 30 Punkte Unterschied. Doch, das könnte reichen. Du, mach nix, Zomboy, versteck dich hinter der Insel, das wird ein Punktesieg. Darfst nur nicht absaufen. Der Unterschied, das sieht gut aus. Ja, es könnte eng werden, jetzt darf nur niemand mehr sterben von uns. Ja. Am besten irgendwie hinter der Insel oder so verstecken. Wo ist denn der andere eigentlich? Der ist im Gefecht mit dem Zerstörer. Nee, ne? Der kriegt Torpedos ab. Lenkt raus. Die werde ab. Ja. Sehr gut. Noch 25 Punkte, dann habt ihr das geschafft, dann gibt's einen Sieg. Wäre echt cool, weil ich einen One-Hit gemacht habe. Den würde ich gerne mit heimnehmen. Ja, ich habe eine Basiseroberung, 23 Treffer, 3 Ausfälle. 2 Torbtreffer, ein Wassereinbruch, eine Zerstörung, ein Brand. 5 Punkte noch, 1 Punkt noch. Wegen 1 Punkt. Ja. Jawohl, Sieg! GG! Ja, das war doch mal eine richtig geile Runde. 1730 XP, na also, 2, geht doch. 2500. Baumann, wie wärst du? 2098 XP, aber ich habe auch Veteran freigeschaltet, also 100 Zufallsgefechte gewinnen. Nice, richtig nice. So, dann würde ich mich bedanken für euch, dass ihr wieder mitgemacht habt in der Runde. Ja. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht machen wir gleich noch eine Runde, mal schauen. Seht ihr auf jeden Fall bei den nächsten Folgen dann. Bis dann, ciao. Ciao. Tschüss.